Muss es sein jetzt. Muss kurz. Ryan, wie lange bist du schon wach? Weiß nicht genau. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Und hast du was herausgefunden? Ja. Beweg langsam deine Beine und gib mir den Kerzenständer. Was für ein Kerzenständer? Er ist direkt neben deinem Bein, du Idiot. Tu, was ich dir sage, dann kommen wir hier raus. Und jetzt beweg dich. Wie kommen wir hier raus? Beine. Mist. Was? Du hast es vermasselt. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Das war nicht meine Schuld. Still, da kommt jemand. Du blöder Mistkerl. Klappe! Du hättest mir nicht die Polizei auf den Hals setzen sollen. Und du hättest nicht auf dem Friedhof herumschnüffeln sollen. Glaub nicht, dass ich nichts davon weiß. Mistkerl! Was hast du vor? Ich werde dich jemandem vorstellen. Er wird der Knight Rider genannt und er mag keine Verräter. Ebenso wenig wie ich. Hör auf zu fasen und gib ihnen die Spritze. Ich will sehen, was dann passiert. Soll ich sie nicht lieber töten? Nein. Gut. Wie du meinst. Adieu. Sei nicht dumm. Wir können doch darüber reden. Leg doch die Nadel weg. Was hast du ihm angetan, du Dreckskerl? Ich bring dich um. Hörst du mich? Du bringst keinen um. Geh zum Teufel! Gute Arbeit, Adieu. Kurz und schmerzlos, wie ich es mag. Jetzt bring sie weit weg, zum Beispiel zum Gallows Hill und begrab sie dort. Warum so umständlich? Wir können sie in den Kanal werfen. Nein, am Kanal sind Polizisten. Den Doc haben sie schon gefunden. Wie gesagt, begrab sie unter dem Galgen. Sie verdienen es nicht besser und grab tief, verstanden? Der Sound wird das schon, wer das war da. Mann, ich sehe nichts. Mach das Ding auf. Ich will nicht so enden. Du musst dich beruhigen, Tim. Denk nach. Ich bin in einem Sarg, das ist sicher. Also, was mache ich jetzt? Meine Güte, wie soll ich mich denn beruhigen? Ich will hier sofort raus. Etwas welches? Du kannst nicht mit der Faust durchschlagen. Du bist kein Boxer, Tim. Denk weiter nach. Füße? Der Kopf glaube ich ja nicht, oder? Doch. Bist du deppert, das Bum 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 Bum. Wo Fäuste nicht weiterkommen, helfen Nägel. Sie ist abgegangen, aber meine Nägel auch. Oh, diese Schmerzen! Wo jetzt die Füße, oder? Ich bewege mich nicht, aber ich gebe nicht auf. Noch nicht. Was zum Teufel war das? Es lockert sich. Irgendwie lustig. Gott, ich lebe. Irgendwie lustig spür. Beutel.
Ich hoffe. Ich muss mich beeilen. Es ist noch nicht zu spät. Er erstickt. Mal schauen. Er muss aufgewacht sein, genau wie ich. Er versuchte herauszukommen, schaffte es aber nicht. Ich sollte da liegen, nicht er. Wäre ich nur schneller gewesen, hätte ich nur in dem verdammten Theater was unternommen. Ich kann ihn nicht einfach hier liegen lassen. Ich suche einen Priester. Bestimmt würde Brian es so wollen. Verzeih mir, mein Freund. So hätte das nicht enden dürfen. Ich schwöre bei deinem Grab, dass Adieu Jack dafür büßen wird. Ich war eh wurscht gewesen. Leider Gott, das hätte man es ja nicht besser machen können. Adieu raucht zu viel. Er rollt seine Zigaretten aus einem Theaterflugblatt. Wenn das aus dem verlassenen Theater stammt, könnte das ein Hinweis sein. Da fehlt ein Stück vom Flugblatt. Ich muss einen Einheimischen fragen. Alleine finde ich das Theater nie. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Was hat er noch drinnen? Nix. Vogelnest. Ein stinkendes Ei. Na, so ein Glück. Das übersieht man nämlich auch ganz gern. Ich kann mir keine stinkendere Bombe als diese vorstellen. Ich weiß nicht, wo genau das Theater ist. Einer der Einheimischen weiß es vielleicht. Da kann man gar nicht gehen. Okay. Unter dem Galgen. Das ist das Letzte, was ich für meinen Freund tun kann. Zurück zu dem Namen. Jetzt haben wir irgendwas noch übersehen. Ehrlich nicht. Eigentlich nicht. Ich kenne diesen Ort. Ich versuche, den Priester zu finden. Ich versuche lieber nicht, solange der Priester hier ist. Wo ist er denn? Da ist er. Als Kind hielt ich das für irgendwie verzaubert. Selbst heute weiß ich immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich gehe sonst nur zum Stehlen in die Kirche. Das ist wirklich ehrlich. Guten Abend. Es ist Ihnen wohl nicht aufgefallen, junger Mann, aber es ist spät. Wir haben geschlossen. Aber ich brauche etwas. Es ist dringend. Dann kommen Sie morgen wieder. Ein Freund von mir ist heute gestorben und ich würde ihm gerne ein annähernd normales Begräbnis arrangieren. Könnten Sie mitkommen? Was? Jetzt? Mitten in der Nacht? Wohin? Nicht weit von der Stadt. Er ist in einer Grube unter den Galgen. Aber das ist doch Unsinn. Wie stellen Sie sich das vor?
So arrangiert man kein Begräbnis. Und außerdem ist die Erde unter dem Gang nicht geweiht. Nur Mörder, Selbstmörder liegen dort. Er war kein Selbstmörder. Er war ein anständiger Mann, der niemandem etwas zu leiden tat. So ein unwürdiges Ende hat er nicht verdient. Es geht nicht. Tut mir leid. Es ist zu spät. Es ist nie zu spät für eine gute Tat. Ich bin kein Narr. Ich gehe nirgendwo mit Ihnen hin. Verstecken Sie. Ich schwöre, dass ich nichts weiter will, nur das Begräbnis. Wie ich schon sagte, wenn Sie Hilfe brauchen, kümmere ich mich darum. Aber nicht so. Bringen Sie die Leiche her. Wir füllen alle Formulare aus und dann sehen wir weiter. Dann machen wir es anders. Geben Sie mir etwas, das ich in seinen Sarg legen kann. Ein Kruzifix oder so etwas. Ich will nicht, dass er in einem Loch endet wie ein toter Hund. Das ist verrückt. Ich überlege ernsthaft, die Polizei zu rufen. Das ist nicht nötig. Vergessen Sie, dass ich hier war. Irgendwie ist er nicht sehr kooperativ, der Herr Pfarrer. Ehrlich gesagt, ist ja wurscht, ob es jetzt mitten in der Nacht ist. Oder nicht. Aber ja. Wie könnte man denn überzeugen? Zwei war so die stinkende Bombe. Ich verbessere das ein bisschen. So habe ich mit Brian immer den Priester abgelenkt, wenn wir den Spendenkasten geplündert haben. Die gute alte Zeit. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Würden Sie bitte gehen? Beruhigen Sie sich, ja? Hier stinkt es sowieso wie in der Gosse. Wann haben Sie zum letzten Mal das Weihwasser gewechselt? Wovon reden Sie? Riechen Sie das nicht? Das Weihwasser ist verdorben. Man kann hier drin fast nicht atmen. Das ist nicht möglich. Was für ein Gestank. Und ich habe ihn nicht bemerkt. Ich muss ihn sofort loswerden. Geh schon. Ich behalte hier alles im Auge. Wenn ich sterben würde, täte Brian alles, damit ich meinen Frieden finde. Ich werde das Ding hier in seinen Sarg legen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Was ist ein Rosenkreuz haben wir da? Da ich keinen Priester finden konnte, muss Brian sich hiermit zufrieden geben. Ja, wir haben da ja gar nicht alles. Ja, es ist halt so, das mit den Spielen. Ist es halt so. Das ist klar. Und jetzt noch nah. Legen wir es auf das Grab. Leb wohl, mein Freund. Ich werde dich wahnsinnig vermissen. Die Uhr ist geil jetzt, eigentlich. Die Uhr haben sie jetzt geil gemacht. Verzeih mir, mein Freund. So hätte das nicht enden dürfen. Ich schwöre bei deinem Grab, dass Adieu Jack dafür büßen wird. Naja. Oh, die Wäscherei ist wieder aufgetaucht. Naja, da werden wir mal hineingehen. Oder mal anklopfen. Geh weg, oder ich lasse den Hund frei. Emily, du hast keinen Hund. Wer ist da? Der arme Teufel, dem du Kleider gegeben hast. Und der dann in den Pub gerannt ist. Bist du noch sauer? Oh Gott, Tim! Moment, ich mache die Tür auf. So eine Überraschung. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Hallo, Emily. Tut mir leid, ich konnte nicht früher kommen. Du warst in Haft, ich weiß. Was bist du doch für ein schlaues Mädchen. Klar bin ich das. Also bist du nicht mehr sauer? Nein. Ich kenne das Mädchen, das im Salted Cheek arbeitet. Ich habe gehört, dass du ihr geholfen hast. Und ich bin dir sehr dankbar. Wie dankbar? Du kannst hierbleiben, wenn du willst. Aber erwarte sonst ja nichts von mir. Oh, du hast dich kein Stück verändert, Emily.
Aber danke, dass ich wenigstens hier bleiben darf. Du bist fantastisch. Na komm, da Chuck-Nutschi. Amore. Ah, jetzt ernst wieder. Jetzt wieder ein bisschen ernst. Emily, erinnerst du dich an meinen Kumpel? Ich war in einem Pub mit ihm verabredet. Nicht wirklich. Wie hieß er nochmal? Brian. Leider ist er tot. Oh, Tim. Das tut mir wirklich leid. Mir auch. Hör zu, Emily. Ich will seinen Mörder finden. Aber ich habe nur das hier. Weißt du zufällig, wo dieses Theater ist? Es ist seit einigen Jahren geschlossen. Sei kein Idiot, Tim. Überlass das der Polizei. Nein, das kann ich nicht. Hilfst du mir? Na schön. Ich weiß, wo es ist. Du musst zum großen Platz gehen und dann die Gasse nach Norden einschlagen. Die führt dich direkt dorthin. Es ist nicht zu übersehen. Das älteste Gebäude im Viertel. Niemand geht dorthin. Danke, Emily. In meinem Namen und auch in Brians. Versprich mir einfach, dass du keinen Unsinn machst, Tim. Mit Unsinn machen bin ich durch. Versprochen. Aber jetzt bist du... Amore. Amore. Nix, Amore. Du bist, was bist du für ein Mann? Nix, Amore. Wenn ich sie sehe, merke ich, dass sich was verändert hat. Ich habe mich verändert. Na, du hast dich verändert und willst nicht Amore machen. Amore. Na gut, dann nicht. Nix, Amore. Dann später vielleicht. Amore. Ja. Verflucht. Jemand ist mir zuvor gekommen. Ich muss ihm schnell hinterher. Wo ist er hin? Oh Gott! Ist das nicht der Mistkerl, der mich im Pub verprügelt hat? Ja, das ist er. Er wurde von hinten überrascht. Träum schön. Auf ewig. Er hat nichts, was nützlich sein könnte. Alle, die in dieser Nacht auf dem Friedhof waren, sind tot. Nur ich bin noch übrig, aber niemand weiß, dass ich noch lebe. Verdammt, er muss ein Boot versteckt haben. Ich gehe weiter und sehe, wie weit ich zu Fuß komme. Lange Zeit hat mich das Licht geführt, das er wohl an seinem Boot befestigt hatte. Als es in der Ferne verschwand, wollte ich aufgeben. Aber ich machte weiter. Fast verrückt vor Angst rannte ich blindlings umher. Aber ich lief so weit ich konnte. Ich kann nicht weiter. Verdammt! Ich gehe zurück. Es ist sinnlos. Wir gehen drei Tunnel ab. Das sind viele Wege, auf denen er geflohen sein könnte. Das ist das Ende. Ich muss zurück. Das ist das... Wir gehen drei Tunnel. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das ist alles. Also das gleiche wieder. Okay. Da können wir wirklich nichts mehr machen. Er hat was in der Hand. Vielleicht gehörte es dem Knight Rider. Halstuch. Pff.
Volltreffer, Mr. Moore. Überrascht, mich zu sehen? Verdammt! Ich werde Sie nicht festnehmen, Mr. Moore. Das hätte ich schon in der Kirche tun können. Sie sind nicht vorsichtig genug. Was wollen Sie denn von mir? Ich bin gekommen, um die Schuld einzufordern. Ich schulde Ihnen gar nichts. Oh doch, das tun Sie. Wir hatten einen Handel, aber Sie haben mich verraten. Sie sind entkommen und haben gemordet. Sie gehören nicht ins Gefängnis, Mr. Moore. Sie werden am Galgen enden. Das war Jack. Wir konnten nichts tun. Hören Sie auf zu lügen. Wollen Sie mir weismachen, der Tod des alten Mannes war auch Jacks Werk? Sie haben ihn nur getötet, weil er aufwachte, während Sie seinen Tresor ausräumten. Für mich sind Sie nichts weiter als ein Mörder. Warten Sie, das muss ein Fehler sein. Der Mann war am Leben, ich schwöre es. Das führt nirgendwo hin. Beenden wir das Gespräch. Was haben Sie vor? Ich dachte, ich könnte Ihnen einfach die Kniescheiben zerschießen und gehen. Wo ist Ihr Freund? Ryan ist tot. Ich habe Jack verfolgt, um ihn zu rächen. Und zwar mit Erfolg, wie ich sehe. Nein, das war ich nicht. Das habe ich irgendwie schon mal gehört. Jack hat uns ausgetrickst. Er machte uns betrunken, fesselte uns und brachte einen seltsamen Typen vorbei. Er nannte sich Knight Rider oder sowas in der Art. Er sagte Jack, er soll uns loswerden. Und von da an kann ich mich an nichts erinnern. Ich bin in einem Sarg aufgewacht. Brian hatte weniger Glück. Ich habe nie von einem Knight Rider gehört. Es ist mir egal, klar? Ich will den Mistkerl nur finden und die Sache mit ihm zu Ende bringen. Wenn Sie mich wirklich wieder ins Gefängnis stecken wollen, dann erschießen Sie mich lieber. Damit das klar ist, Mr. Moore, erstens bin ich kein Polizist mehr. Und zweitens haben wir wahrscheinlich einen gemeinsamen Feind. Ich würde so etwas unter normalen Umständen nicht tun und Sie stattdessen wohl eher umbringen. Aber die Dinge liegen nun anders. Wenn Sie diese Person finden wollen, könnte ich Ihnen helfen. Denken Sie drüber nach. Und jetzt verschwinden Sie. Die Streife wird gleich hier sein. Ich vertraue Ihnen nicht. Die warten noch draußen auf mich. Hier sind nur wir beide. Jetzt gehen Sie. Wir treffen uns in der Kirche. Und den Rest können wir später besprechen. Sie sind verrückt? Ja, das bin ich. Ich kam her, um Sie umzubringen. Und jetzt biete ich Ihnen stattdessen ein Bündnis an. Ich muss den Verstand verloren haben. Irgendwie verhält er sich jetzt irgendwie merkwürdig, der Herr Polizist. Ich muss verrückt geworden sein, mich mit einem Polizisten zusammenzutun. Ich sollte abhauen, bevor es zu spät ist. Ist Ihnen jemand gefolgt, Mr. Moore? Ich glaube nicht. Wie Sie sehen, halte ich mein Versprechen. Weder die Polizei noch sonst jemand weiß, dass Sie hier sind. Okay, nehmen wir an, das stimmt. Wozu brauchen Sie mich? Ihretwegen wurde ich suspendiert und muss vor Gericht. Aber anders als Sie erwartet mich nicht die Todesstrafe. Hören Sie, ich verhandle nicht mit Polizisten. Ich löse meine Probleme selbst. Ich glaube, Ihre einzige Chance besteht darin, die Stadt zu verlassen. Was würden Sie zu einem neuen Leben in Amerika sagen? Ich kann es einrichten, dass Sie nicht als blinder Passagier reisen müssen. Sie besorgen mir eine Fahrkarte. Nur unter der Bedingung, dass Sie mir bei meinem Problem helfen. Klingt fair. Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie mich nicht austricksen? Um ehrlich zu sein, Mr. Moore, werde ich wirklich froh sein, wenn ich Sie nie wiedersehen muss. Auf der anderen Seite des Ozeans können Sie tun, was Sie wollen. Und das ist dann nicht mehr mein Problem. Ganz offen gesagt, so bin ich Sie schneller los, als wenn ich Sie vor Gericht bringe und auf Ihre Hinrichtung warte. Na schön, versuchen wir es. Aber eins muss absolut klar sein. Ich bin kein Polizei. Und ich bin kein Polizist mehr. Naja, dann gehen wir es auch. So viele Leute sind gestorben. Ich frage mich, warum. Beginnen wir also ganz von vorn. Der Totengräber war der Erste. Er war wahrscheinlich nur zufällig am falschen Ort. Dann kam Sir Williams Arzt. Er blieb auf dem Friedhof und sah etwas, das er nicht sehen sollte. Der Tod des Schneiders ist noch ungeklärt. Vielleicht gibt es da gar keinen Zusammenhang. Und schließlich Adieu Jack und sein stämmiger Freund. Beide waren unbequeme Zeugen. Ihr Tod ist also nicht verwunderlich. Sie haben Brian vergessen. Klar. Jemand beseitigt systematisch alle Zeugen. Und was ist mit dem Schneider? Wie ich schon sagte, vielleicht hat er nichts damit zu tun.
Ich würde den Reporter gern zu ihm befragen, aber das muss ich auf später verschieben. Könnte Sir William das alles getan haben? Glauben Sie, er ist ein Vampir oder sowas? Ganz bestimmt nicht. Sein Ruf ist nur eine Erfindung der örtlichen Klatschpresse. Mehr steckt nicht dahinter. Es war reines Pech, dass er wegen eines unglücklichen Zufalls lebendig begraben wurde. Was? Das ist unmöglich. Ich war auch. Alles ist möglich. Was wollten Sie sagen? Nichts. Schon gut. Fahren Sie fort. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt haben wir nur noch eine Chance. Wir müssen Sir Williams Leiche finden oder herausfinden, was damit passiert ist. Irgendwie schon, ist ganz interessant. Ich kriege den Knight Rider nicht aus dem Kopf. Er sah ziemlich gruselig aus. Würden Sie ihn wiedererkennen? Ich fürchte nicht. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Wo haben Sie ihn als letztes gesehen? Ich habe versucht, den Mistkerl zu verfolgen, aber er kam durch den Kanal. Könnten Sie die Stelle, an der Sie ihn verloren haben, auf einer Karte der Kanalisation finden? Es wäre nutzlos. Ich habe ihn direkt vor der Kreuzung verloren. Er könnte überall sein. Ach so. Tja, dann können wir wohl nichts machen. War dann der Nathalie klarstellen? Sie sollten wissen, was mit dem Besitzer des Hauses geschah, das wir ausgeraubt haben. Brian hat ihn nicht umgebracht. Ich werde das jetzt nicht mit Ihnen erörtern. Wir haben einen anderen Fall zu lösen. Aber ich will doch nur erklären. Es gibt nichts zu erklären. Und mehr gibt es zu diesem Thema jetzt nicht zu sagen. Theaterflugblatt. Das habe ich bei Jack Sachen gefunden. Das hat mich zum Theater geführt. Vielleicht interessiert es Sie. Da klingelt was bei mir. Das ist es. Was? Die Zigarette. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer Zigaretten raucht, die aus einem Flugblatt gerollt sind. Das war sicher Adieu, Jack. Ja, jetzt ist es ganz klar. Das bedeutet aber, er hatte beim Friedhofstor auf jemand gewartet, bevor er die Gruft plünderte. Das tat er nicht aus freien Stücken. Jemand muss ihn angeheuert haben. Der Knight Rider? Der Mann, den ich am Kanal gesehen habe? Ich glaube, das ist mehr als sicher. Eine wichtige Spur, Mr. Moore. Alle Hinweise deuten auf eine einzige Person hin. Das Problem ist, wir haben keine Idee, wer das sein könnte. Was heißt Hals, du bist noch da? Der fällt mir gerade etwas ein. Kann man herausfinden, wem das gehörte? Wo haben Sie das gefunden? Jack hat es in der Hand. Ich glaube, er hat es dem Knight Rider vom Gesicht gerissen. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Woher sollte ich wissen, dass das so wichtig ist? Geben Sie her! Indische Seide? Verdammt! Das ändert alles. Verstehe ich nicht. Mr. Moore, ich brauche Ihre Hilfe. In welcher Form? Soll ich jemanden umbringen? Nein. Sie sollen sich irgendwie Zutritt zum Schneideratelier in der Wilson Street verschaffen. Sie müssen mir das Geschäftsbuch bringen. Ich bezweifle, dass es noch dort ist, aber wir müssen es versuchen. Und das ist alles? Das können Sie doch selbst. Glauben Sie mir, es ist wichtig. Gehen Sie. Ja, gut. Kann ja mal heute da hingehen. Der Meisterdetektiv meint, das ist ganz einfach. Aber ich muss wieder die ganze Drecksarbeit tun. Und wenn da jemand mit einem Messer auf mich wartet, sehe ich Brian schneller wieder, als mir lieb ist. Also dann, an die Arbeit. Wenn ich das sagen darf, ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Jungen herzuschicken. Werden Sie nicht rührselig, Pater. Er ist kein Junge, er ist ein Dieb und ein Mörder. Aber Sie arbeiten trotzdem mit ihm zusammen. Das muss ich, sonst müsste ich ihn erschießen oder an den Galgen bringen. Sie sollten in Betracht ziehen, dass er fliehen oder wie unser armer Mr. Talbot enden könnte. Ja, das Risiko ist mir bewusst, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn Sie einfach mit ihm gehen? Ich kann nicht, Pater. Das schaffe ich nicht.
Jemand hat mich in diesem Atelier bewusstlos geschlagen und ein Foto von mir und einer Leiche gemacht. Es ist schwer, damit umzugehen, aber ich kann nicht dorthin zurück. Dann können wir also nur beten, dass der Junge seinen Auftrag erfüllt. Da herrscht ein ziemliches Durcheinander, Atelier. Ich glaube, jemand hat dort dasselbe gesucht wie ich. Und? Haben Sie es? Zum Glück bin ich erfahren und begabt, verstehen Sie. Hier ist es. Das Geschäftsbuch, das Sie haben wollen, Mr. Briscoe. Ich sehe es mir gleich an, Mr. Moore. Machen Sie ruhig ein Nickerchen. Pater Malgehi hat uns freundlicherweise Zuflucht gewährt. Das hätte ich nicht erwartet, aber vielen Dank. Und wenn Sie was rausfinden, sagen Sie Bescheid. Ich wüsste gerne, ob es nützlich ist. Polizeispitzel habe ich immer verachtet. Zusammenarbeit mit der Polizei war mir stets so unerträglich wie Mord. Aber wenn ich sehe, wie eifrig dieser Detective bei der Arbeit ist, bin ich froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Er hat sogar eine Karte der Kanalisation gekauft und wir haben die Stelle gefunden, wo ich den Knight Rider verloren hatte. Wenn wir wüssten, wohin er verschwunden ist, könnten wir seinen Unterschlupf finden. Briscoe hat schon wieder etwas angeschleppt. Er blätterte in einem Notizbuch und sah richtig zuversichtlich aus. Ich bin sicher, er hat etwas gefunden. Also, Detective, was haben Sie herausgefunden? Das Geschäftsbuch hat mir wirklich sehr geholfen. Haben Sie je von Lord Gismond gehört? Nein, ich bin nicht von hier. Ich auch nicht. Pater Malgehi hat mich aufgeklärt. Lord Gismond ist ein alter Sonderling. Er reist viel, manchmal verschwindet er für mehrere Monate. Und wenn er zurückkommt, schockiert er die Einheimischen mit neuen Kapriolen. Zum Beispiel trägt er verrückte Masken und so. Sie dulden ihn nur, weil er sehr reich und sehr alt ist. Er wird bald 70. Wahrscheinlich hat ihn sein Geld in den Wahnsinn getrieben. Ich hasse solche Leute. Aber warum reden wir von ihm? Ich habe seinen Namen im Geschäftsbuch und in Sir Williams Tagebuch gefunden. Sie hatten mehrere Termine miteinander. Lord Gismond kaufte ihm Ländereien für mehr als anständige Preise ab. Es war ihm mit Sicherheit egal, wie viel er bezahlte. Er war reich genug. Oder ihm waren die Grundstücke egal. Vielleicht wollte er sich nur Sir Williams Gunst erkaufen. Aber das ist doch seltsam. Wozu sollte der Alte ihn brauchen? Ich kann mir nur eins vorstellen. Aber das ist ziemlich pervers. Nur so pervers, wie die örtliche Legende zu zähmen und ihn in die Elite der Stadt einzuführen. Ah, verstehe. Aber wie hängt das mit dem Knight Rider und all den Morden zusammen? Das weiß ich noch nicht. Aber die Lage des Gismond-Anwesens ist sehr interessant. Es liegt in der Nähe der Stelle, an der sie den Knight Rider im Kanal aus den Augen verloren haben. Das wäre ein allzu glücklicher Zufall. Aber ein alter Mann könnte das nicht. Sie haben doch gesehen, was er mit Jack gemacht hat, oder? Ich behaupte nicht, dass Lord Gismond das getan hat. Es könnte immer noch Sir William gewesen sein. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Und denken Sie daran, was ich Ihnen schon sagte. Er wurde lebendig begraben. Wer weiß, was das aus einem Menschen macht? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich denke, eine solche Erfahrung würde jeden normalen Menschen zeichnen. Wahrscheinlich schon. Aber woher soll ich das wissen? Er war sowieso nie ganz normal. Nun, ja. All diese Missbildungen und Geschichten über seine Vergangenheit. Vielleicht ist er wirklich der Mörder. Ich habe schon daran gedacht, aber es erschien mir zu unwahrscheinlich. Aber jetzt halte ich es für mehr als sicher. Wir müssen das überprüfen. Sie meinen, ich muss das überprüfen? Genau. Ich besorge jetzt ein Boot. Wir treffen uns in einer Stunde an der Kanalkreuzung. Schon wieder dieselben Kanäle. Wie aufregend. Gut. Dann spielen wir im nächsten wieder. Tschüssi, ciao.